Hi. Adele 25. Irgendwie hat es mir musikalisch an Überraschungen gefehlt. Das lag aber wahrscheinlich auch daran, dass ich mit viel zu großen Erwartungen an diese Platte rangegangen bin. Trotzdem eine unglaublich gute Platte, unglaublich emotionsgeladen und eigentlich kann man gar nicht genug Taschentücher dabei haben, wenn man die Platte hört. Das sind von mir 9 von 10 Punkten. Alligator, Musik ist keine Lösung. Das ist für mich eine unglaublich intelligente Platte. Man merkt einfach, wie viel Sinn und Verstand er in die Dinge steckt, die er macht und wie er Gesellschaftskritik mit seiner Musik rüberbringt, ist einfach umwerfend. Das sind für mich 8 von 10 Punkten. Coldplay, A Head Full of Dreams. Coldplay finde ich ja eigentlich klasse, aber diesmal kam mir bei der Platte wirklich ein klein wenig Langeweile auf. Ich weiß nicht, es war irgendwie alles so ein bisschen eintönig teilweise. Man hat alles irgendwie schon mal gehört. Und bis auf so ein paar Ausnahmen wie Up and Up oder auch Adventure of a Lifetime fand ich nicht so wirklich Gutes dabei. Es gibt 6 von 10 Punkten. Get Well Soon und Love. So wirklich viel habe ich dir leider nicht zu sagen, einfach weil es nichts gab, was mir jetzt besonders aufgefallen wäre. Die ganze Platte ist nicht schlecht, aber besonders klasse ist sie leider auch nicht. Ich gebe da mal 5 von 10 Punkten für. Grimes Art Angels. Auch wenn ich teilweise kein Wort verstanden habe, war es echt sehr, sehr spannend, mal da reinzuhören. Es ist so eine ganz neue, originelle Art von Musik, teilweise auch skurril, aber unglaublich spannend einfach zuzuhören. Ein tolles Hörerlebnis, fand ich eigentlich ganz cool und deswegen gibt es 6 von 10 Punkten. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things. Jochen Distelmeyers Songs from the Bottom. Auch auf Englisch eine wunderschöne Stimme. Allerdings ist es gar nicht so einfach, so große Songs zu covern. Einige davon konnte er sich wirklich zu eigen machen. Andere wiederum haben mich gar nicht umgehauen. Und deswegen gibt's für die gesamte Platte als Ganzes 5 von 10 Punkten. Logic, The Incredible True Story. Bisher wahrscheinlich mein Favorit. Finde ich unglaublich gut. Hört sich teilweise leider an wie so eine Art Fusion aus Kendrick Lamar und J. Cole, macht aber alles nichts, denn er macht trotzdem sein eigenes Ding, ist teilweise auch echt ein wenig experimentell, gefällt mir. Ich mag es, wenn sich Musiker was trauen und das finde ich sehr, sehr cool, deswegen gibt es 9 von 10 Punkten. Baroness Purple, eigentlich überhaupt nicht meine Musikrichtung, deswegen weiß ich gar nicht, wie gut ich das Ganze bewerten kann. Allerdings war es ein ziemlich aufregendes Musikerlebnis. Irgendwie hat alles gestimmt, es hat alles zusammengepasst und deswegen gibt es dafür 7 von 10 Punkten. Me and My Drummer Love is a Fridge. Ganz vielfältiges Album mit vielen Facetten, finde ich sehr cool. Trotzdem behält es irgendwie dieses Gesamtkonzept. Man hört ganz gerne rein, deswegen gibt es von mir 6 von 10 Punkten. Vimes Nights in Limbo versetzt einen irgendwie direkt in eine ganz andere Dimension. Das ändert so das ganze innere Wohlbefinden einfach so in eine richtig, richtig positive Richtung. Sehr, sehr cool. Werde ich auf jeden Fall auch in Zukunft weiter anhören. Und das sind für mich 7 von 10 Punkten.